Video geht es um das Ankommen eines Hundes in seiner neuen Familie, in seinem neuen Zuhause. Im letzten Video habe ich ja schon darüber erzählt, wie wichtig eine ja auch längere Zeit des Kennenlernens im Vorfeld ist, auch bevor die Entscheidung fällt, dass ein Hund einziehen wird, ein spezieller Hund einziehen wird. Und heute soll es um das Ankommen gehen. Was genau meine ich damit? Ich meine damit nicht einfach nur, dass der Hund das neue Zuhause betritt und dann irgendwie da ist. Nein, ich meine tatsächlich vom ersten Moment an, die nächsten Wochen, Monate. Das ist, also die Zeit des Ankommens ist ein Prozess und Pi mal Daumen, so durchschnittlich dauert es ungefähr ein Jahr, bis ein Hund wirklich in seinem neuen Zuhause, in seiner neuen Familie angekommen ist. In manchen Fällen kann das tatsächlich auch ein bisschen länger dauern, je nachdem, was der Hund für ja, innere Themen auch mitgebracht hat. Was ich oft erlebe und beobachte, ist, dass Hunden, egal ob jetzt Welpen, schon ältere Hunde, dass ihnen einfach viel zu wenig Zeit gegeben wird, um tatsächlich mit einem guten Gefühl in aller Ruhe im neuen Zuhause ankommen zu können. Vieles geht viel zu schnell für die allermeisten Hunde. Und wir Menschen haben einfach manche Dinge nicht wirklich auf dem Schirm oder sind uns einfach über manche Dinge nicht so richtig bewusst. Und überfordern dann die Hunde ziemlich schnell, logischerweise. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es wichtig ist, dass ein Hund in den ersten Stunden, Tagen und Wochen erstmal nichts leisten muss, dass er in aller Ruhe seine neue Umwelt, sein neues Umfeld, seine neuen Menschen, vielleicht auch die anderen Hunde, die oder überhaupt Tiere, die im Haushalt leben, ganz in Ruhe kennenlernen, anfühlen und vor allem auch immer wieder das Erlebte verarbeiten kann. Für das Verarbeiten braucht ein Hund wahnsinnig viel Ruhe, auch Schlaf. Und es ist sehr dienlich, wenn man in den ersten Wochen und Monaten nicht viel von dem Hund verlangt und wenn man ihn jetzt nicht ständig immer wieder in neue Situationen reinzerrt, weil man der Meinung ist, der Hund muss das jetzt irgendwie alles können und wissen und lernen und am besten so schnell wie möglich. Das macht für uns Menschen vielleicht Sinn, weil je schneller ein Hund etwas kann oder kennt, umso besser, leichter und einfacher für uns. Aber wie geht es dem Hund dabei? Das ist immer das, worauf ich ganz sehr in sowohl privat als auch in meiner Arbeit ein Augenmerk habe und was ich tatsächlich sehr, sehr ernst nehme und wo ich auch gelernt habe, mein eigenes, mein Ego quasi, auch immer wieder hinten anzustellen und spontan zu sein, sehr flexibel zu sein und auch mal Pläne, die ich eigentlich hatte, über den Haufen zu werfen, weil ich feststelle, dass der Hund das vielleicht gar nicht leisten kann, noch nicht so weit ist. Und oft ist es ja so, ein Hund zieht ein, dann muss der gleich irgendwie, kriegt er gleich ganz viele Regeln vor die Nase gesetzt, ganz viele Grenzen. Und dann wird er innerhalb kürzester Zeit in den Alltag integriert, muss vielleicht in eine Hundeschule gehen, ziemlich zeitig, sich immer wieder mit anderen Hunden treffen, immer wieder in neue Situationen reingehen und ist quasi permanent einer Veränderung ausgesetzt. Und immer wieder muss dieser Hund mit neuem Input, neuen Informationen, neuen Reizen zurechtkommen. Und dann entstehen ganz schnell und nicht selten Verhaltensauffälligkeiten und auch Probleme, eben aus einer ja, Überforderung heraus, in die wir Menschen die Hunde gebracht haben.
Und dann wird ja gerne auch angefangen, an diesen Symptomen, die ein Hund entwickelt, rumzudoktern und irgendwie diese Symptome wegzumachen, weil uns das stört, weil wir das nicht wollen, wie auch immer. Und wenn wir aber von vornherein einfach ganz anders in eine Situation reingehen, mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Blickwinkel, einfach sehr viel bedachter, achtsamer, überlegter, können wir viele, viele Dinge schon im Vorfeld vermeiden. Die müssen dann gar nicht auftauchen oder entstehen. Deshalb möchte ich dir heute gerne mitgeben, falls du ja vorhast, dir einen Hund zuzulegen oder es jetzt vielleicht bald soweit ist, dass ein neuer Hund einzieht oder auch erst vor kurzem ein neuer Hund eingezogen ist, dass du einfach mal schaust, was braucht denn dein Hund? Wie reagiert dein Hund auf verschiedene Dinge in eurem Alltag? Wie findet dein Hund manche Dinge? Wo würde dein Hund vielleicht eine Entscheidung ganz anders treffen? Wo hat dein Hund ja auch einen anderen Vorschlag für dich, dem du vielleicht einmal folgen könntest? Wie zum Beispiel, lass uns doch jetzt hier mal ein bisschen langsamer machen. Lass uns doch hier jetzt mal innehalten, eine Pause machen. Gib mir und dir doch mal einen Moment Zeit, hier stehen zu bleiben und in Ruhe zu gucken und wahrzunehmen, was ist denn hier alles um uns rum und auch an Ort und Stelle gleich zu verarbeiten. Das zum Beispiel könnte ein Vorschlag eines Hundes sein. Hör deinem Hund zu. Hör und sieh genau hin, was dein Hund dir zu sagen und mitzuteilen hat. Und nein, dein Hund macht das nicht, um dich zu ärgern, weil er frech ist, weil er dominant ist, weil er Grenzen nicht einhalten kann und will, weil er nicht ausgelastet ist. Nein, nein, nein. Wir erleben das immer wieder, dass Hunde so viel zu sagen haben. Und wenn wir ehrlich mal hinhören, uns die Dinge auch annehmen und dem vielleicht auch mal folgen, dann können wir ganz, ganz wunderbare Dinge erleben. Vieles vereinfacht sich, vieles wird leichter und weniger anstrengend, wenn wir Menschen aufhören, einfach, ja, ich sage jetzt mal, unser Ding durchzudrücken, weil wir aus irgendwelchen Gründen heraus glauben, dass das jetzt sein muss, weil, keine Ahnung, andere Menschen sagen, dass man das so machen muss, weil das in Büchern geschrieben steht, weil das Trainer sagen. Ja, das mag alles sein, aber das muss für dich und deinen Hund überhaupt nicht stimmen und das muss auch überhaupt gar nicht zu euch passen. Und es kann ganz gut sein, dass dein Hund und vielleicht auch du, dass ihr ein ganz anderes Tempo habt und dass ihr ganz andere Dinge braucht und dass für euch ganz andere Dinge wichtig sind. Natürlich braucht ein Hund, wenn er im neuen Zuhause ankommt, ein paar Regeln und auch ein paar Grenzen, weil ohne Regeln und Grenzen hat der Hund keinen Halt und findet er auch keine Sicherheit, das ist klar. Aber wir können uns immer wieder fragen, muss ich denn mit meinem Hund jetzt verschiedene Dinge üben? Muss ich mit ihm Kunststückchen trainieren? Muss mein Hund jetzt innerhalb kürzester Zeit irgendwelche Befehle und Kommandos lernen? Muss mein Hund in eine Hundeschule gehen? Möglichst noch in eine Gruppe bestehend aus vielen Hunden und dort ganz anstrengende Übungen machen? Muss mein Hund in die Stadt gehen? Muss mein Hund jeden Tag mit dem Auto an einen neuen Ort fahren? All diese Dinge dürfen wir einfach immer und immer wieder hinterfragen, nicht nur, wenn ein Hund neu angekommen ist, sondern natürlich auch generell. Und ich gebe dir mal noch ein kurzes Beispiel. Letztes Jahr im Frühsommer ist unser Milo, unser Künstler, bei uns eingezogen. Er war damals 5 Monate alt. Er lebte vorher im Tierheim und vermutlich vor dem Tierheim auf der Straße und er kannte quasi nichts, was mit dem Leben bei Menschen zu tun hat und zusammenhängt.
Und für ihn war ganz, ganz wichtig, dass er natürlich mit Begleitung und Unterstützung die Welt erstmal kennenlernt und entdecken kann. Und die Welt fing an hier bei uns zu Hause. Und wir haben die ersten Tage und Wochen ganz viel Zeit hier zu Hause auf dem Grundstück verbracht. Natürlich sind wir auch jeden Tag ein ganz kleines bisschen außerhalb des Grundstücks unterwegs gewesen. Wir haben jetzt das Glück, wir wohnen direkt am Waldrand und haben uns einfach immer nur ein paar Meter aus dem Garten raus bewegt und ihm quasi Stück für Stück jeden Tag ein bisschen mehr, manchmal auch weniger, je nachdem, die Welt da draußen gezeigt und ihn das da draußen entdecken lassen. Und tatsächlich waren es am Anfang ganz, ganz kurze Einheiten von wenigen Minuten, weil er nach ganz kurzer Zeit einfach schon durch war, sich nicht mehr konzentrieren konnte, nicht mehr zuhören konnte und ganz offensichtlich eine Pause zum Verarbeiten brauchte. Und darauf haben wir ganz, ganz sehr geachtet. Natürlich haben uns auch die anderen Hunde da immer wieder ja, drin unterstützt, uns auch an manches erinnert. Und haben einfach die ersten Wochen ganz viel Zeit investiert in diese Beziehungsarbeit mit Milo, dass er uns kennenlernen kann von allen möglichen Seiten und wir ihn. Und das ist ja quasi die Basis und das geht ganz wunderbar zu Hause beziehungsweise in einem engen Radius um das Zuhause herum. Und Stück für Stück, je nachdem, wie Milo eben drauf war und wie er uns gezeigt hat, was für ihn jetzt geht, was er schon aushalten kann, haben wir das dann immer ein bisschen erweitert und ganz langsam. Und jetzt ist Milo ein bisschen mehr, ja gut, 1,25 Jahre bei uns. Und er ist jetzt, obwohl er jetzt nicht so wahnsinnig viel erlebt hat und er hat kein besonders actionreiches Leben, wo wir ihm jeden Tag etwas anderes bieten quasi. Er geht in keine Hundeschule, er geht nicht in die Stadt. Also all die Dinge haben wir nicht. Und er ist ein sehr wesensfester Hund, der inzwischen, natürlich ist er immer noch sehr, sehr jung, aber der inzwischen ziemlich viel und ziemlich gut aushalten kann. Und inzwischen kann man, ja jetzt schon seit längerem, mit ihm auch ganz wunderbar einen längeren Spaziergang machen. Ohne, dass er durchdreht, ohne, dass er ja anfängt, irgendwelche Faxen zu machen und uns eben ganz deutlich zeigt, er kann nicht mehr und er kann sich nicht mehr konzentrieren. Er ist einfach durch und kann nichts Neues mehr aufnehmen. Milo konnte das quasi Stück für sich in seinem eigenen Tempo entwickeln. Und das jetzt so zu erleben, ist was ganz, ganz Schönes und das bestätigt mich auch darin, also in all dem, was ich jetzt vorher schon hier erzählt habe. Und dass das eben, dass man nichts falsch macht, wenn man manche Dinge erstmal weglässt in der Anfangszeit. Dass man nichts falsch macht, wenn der Hund nicht in eine Hundeschule geht, wenn der Hund nicht ständig Hundekontakte hat. Im Gegenteil. Die Hunde werden oder bleiben innerlich ruhig und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, dass ein Hund immer aus einer inneren Ruhe mit einem klaren Kopf heraus agieren kann. Dann kann er auch viel besser reagieren. Und dabei können wir den Hunden eben helfen, indem wir ihnen nicht so viel zumuten, indem wir ihnen nicht ständig wechselnde Reize vor die Nase setzen. Und indem wir ja, ihnen eben zuhören und uns auch nach dem Hund richten. Und eben auch einfach mal Dinge anders machen, auch wenn wir ja, einen anderen Wunsch haben oder einen anderen Plan haben. Das ist, finde ich, nicht schlimm. Das mag auch ein ganz persönlicher, menschlicher Prozess sein, aber wir brechen uns definitiv keinen Zacken aus der Krone und wir verpassen auch nichts und der Hund schon gleich gar nicht. Und was dir vielleicht auch hilft,
weil es mir eben oft hilft, ist die Frage, wie wäre es denn in der Natur? Oder wie würde der Hund, wenn er jetzt selbst und frei wählen könnte, wie würde er entscheiden? Wie würde er jetzt in dieser Situation agieren? Wie würde er wählen? Und dann prüfe ich immer, kann ich da mitgehen? Passt das jetzt auch hier für unsere Zivilisation und das Leben in dieser Gesellschaft? Und wenn ja, gehe ich da sehr gerne mit. Und wenn nein, dann gucke ich, wie kann ich es denn, wie und mit was kann ich es denn für den Hund, aber auch für mich und unser Umfeld passend machen? Was braucht es dazu? Und wie kann ich mich da als Mensch sinnvoll einbringen? Genau. Das Ankommen im neuen Zuhause jedenfalls braucht Zeit, sehr viel Zeit, sehr viel Ruhe, sehr viele Pausen zwischendrin und auch immer wieder Phasen, wo es einfach um nichts geht. Kein Druck, keine Leistung, kein Funktionieren, nichts müssen. Ganz, ganz wichtig. Langfristig gesehen für die psychische und körperliche Gesundheit eines Hundes und natürlich auch eines Menschen. Genau, das wollte ich dir jetzt heute einfach noch als Ergänzung zu dem letzten Video mitgeben und ich hoffe, es waren jetzt wieder ein paar wertvolle Impulse, vielleicht auch Ideen dabei, vielleicht auch ein bisschen was zum Nachdenken und zum Hinterfragen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz sehr, wenn du mir hier unter diesem Video einen Kommentar hinterlässt. Vielleicht auch mir deine eigenen Erfahrungen mit dem Ankommen deines Hundes erzählen magst, wenn du mir das weitergeben magst. Ansonsten für weitergehende Unterstützung, Beratung und Begleitung darfst du dich jederzeit sehr, sehr gerne melden, entweder per E-Mail oder per Telefon, wie auch immer. Meine Internetadresse findest du auch in der Beschreibung hier unter dem Video und auf der Homepage findest du auch all meine Kontaktdaten. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Hund von Herzen alles Liebe und eine ganz, ganz gute, entspannte und ruhige Zeit. Ciao!